Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf Rouge Talk. Mein Name ist Alex Rouge. Mein heutiger Interviewgast ist Mirko Ribul, Autor des Hörbuches Entscheide dich jetzt. Hallo Mirko. Hi Alex. Wir reden ja Hochdeutsch heute. Genau, hallo Alex. Im Rouge Talk. Und wir haben ja ein paar spannende Fragen, wie immer vorbereitet für dich, mit viel Nutzen für die Zuschauer. Ja. Meine erste Frage ist, in deinem Hörbuch geht es ja auch um das Balance-Modell. Was kannst du darüber sagen? Ja, das Balance-Modell habe ich übernommen von Dr. Bezhevsky an, aber natürlich auf meine Verhältnisse angepasst oder auf die jetzige Lebenssituationen der Menschen angepasst. Das Balance-Modell sagt schon aus, man sollte das Leben im Balance leben. Heißt, wir bewegen uns heute ja in der leistungsorientierten Gesellschaft. Wir arbeiten, wir malochen durch eine 100- oder 80-Stunde-Woche, hast ja du, oder? Aber ich habe auch Sport. Da, richtig, genau. Das ist genau der nächste Teil. Das heißt, wir haben Leistung, wir wollen mehr Geld, wir wollen Wohlstand, wir wollen dadurch natürlich uns Dinge leisten, wie Haus, Auto, Urlaub, Weltreisen, andere schöne Kleider, Schmuck. Hm. Aber wenn man nur immer arbeitet und malocht, dann leidet natürlich die Gesundheit, weil die Zeit zur Gesundheit fällt. Das heißt, es braucht eine hohe Eigendisziplin, natürlich gesund zu bleiben. Ja. So. Und dann in der Balance-Modell, das sind ja nur zwei, es gibt aber noch zwei weitere Elemente. Hm. Das eine ist das Thema Beziehung. Das heißt jetzt nicht nur Lebenspartner als Beziehung, das kann auch Zeit für die Kinder sein, wenn man Kinder hat, oder Zeit natürlich für seine Freunde, das sind ja auch Beziehungen, oder Kolleginnen oder so, oder natürlich für die Verwandtschaft. Für die lieben Verwandten. Die lieben Verwandten, oder die Schwiegermütter der Welt und so weiter. So, das heißt, gehen wir mal so vom Alltäglichen aus. Man arbeitet, man malocht, man schuftet oder so. Die Arbeit wird nicht weniger. Die Informationsflut heutzutage wird ja immer größer. Ja. Die Menschen waren ja oft noch nicht auf deinen Seminaren, dass sie gelernt haben zu delegieren. Ja. Also machen sie es alle immer selber. So. Ja, ja. So, das heißt, sie kommen dann am Abend später nach Hause. So, die Lebenspartnerin hat auf einen gewartet, hat fein gekocht für einen, ist Stunde, zwei in der Küche gestanden, war vorher noch einkaufen. Das ist ja Ritual für eine Frau zu Hause, hat das alles erledigt. So, und sie kocht es fein und der Mann kommt nicht nach Hause. Oh. Genau, oh, du sagst es schon. Oder du ahnst, was kommt. Das heißt, in der Beziehung gibt es einen Knatsch. So, jetzt hast du, ist es vielleicht am Freitagabend, jetzt hast du das ganze Wochenende Knatsch. Oh. So, vielleicht getrennte Schlafzimmer oder man redet nicht miteinander oder man unternimmt nicht so viel. So, was passiert automatisch? Am Montagmorgen, der Stapel der Arbeit ist noch da, aber du bringst gar nicht die Leistung. Weil es in der Beziehung oder in der Partnerschaft nicht stimmt. Vielleicht ist auch was mit dem Kind passiert und du hast dich genervt über das Kind, weil es am Abend nicht um 10 zu Hause war, sondern erst um 1, 2, 3 gekommen ist oder gar nicht nach Hause gekommen ist, erst am nächsten Tag. So, und da ist dieser ganze Knatsch und dieses Problem der Beziehung, nimmst mit in die Firma, ins Geschäft. Ja. Weil wir haben ja hier keinen Schalter zum Ein- und Ausschalten. Ja. Und die Gedanken liegen zu Hause. Sind halt auch immer zu Hause, da passieren Fehler bei der Arbeit, weil man eben keine Service-Standards gemacht hat, wir Menschen eben, da wo Menschen sind, da menschelt. Ja, und so. Der vierte Bereich? Und der vierte Bereich ist dann der Sinn-Zweck-Bereich, aber zu dem komme ich gleich, wenn ich jetzt die Partnerschaft, oder dann komme ich zum Beispiel, die Frau sagt, okay, komm, heute Abend, der Mann, kommt der Mann wieder nach Hause, wir vertragen uns, er bringt vielleicht Blumen nach Hause, es war vielleicht das Wochenende, ist ein bisschen daneben geraten. Ja, und dann kommt das wieder in die Gänge. Aber oft ist eben, dass das dann nicht ist, dann bringt er die Leistung nicht, dann frisst sich innerlich aus, mental, dann leidet die Gesundheit, dann bekommt dann die gesellschaftlichen Krankheiten wie Magengeschwür, Herzinfarkt, Burnout, Nervenzusammenbruch, Krebs. Und dann jeder von uns kennt irgendjemanden aus dem Umfeld, verwandte Nachbarn, Leute aus Klassenkameraden, jedes Mal, wenn wir Klassenzusammenkunft machen, sehe ich weniger Kollegen. Und wenn ich weniger Kollegen sehe, dann weiß ich, irgendwas ist passiert. Und es ist nicht immer nur ein Autounfall, sondern meistens ist es Krankheit. Ja. Und erst dann, wenn es knallt, erst dann mache ich mir Gedanken, was will ich überhaupt im Leben. Ah. Ja, und das ist eigentlich so dieser vierte Bereich, der Sinn und der Zweck. Wo sind meine Ziele? Ja. Was sind meine Visionen? Was will ich überhaupt für einen Job haben, der mich glücklich macht? Wie soll meine Beziehung, meine Partnerschaft aussehen? Und wie gesund und vital möchte ich sein? Und
noch im hohen Alter möchte ich das vital sein, ja. Möchte ich geistig noch flexibel sein mit 80, 85, wie mein Vorbild der Costolani, wo ich leicht schon hinterher hinkriege, ich selber ja auch. Mhm. Das heißt, man ertappt sich immer wieder, und da kann ich auch einen Kuchen, ein Stück Torte abschneiden, bei dir so diese Disziplin, bei mir selber. Weil oft kommt man wieder in dieses Fahrwasser, und darum ist auch gut, dass man sich mit Menschen umgibt, die natürlich eben auch an sich arbeiten. Ja, ja. Was kannst du so als kleiner Schlusstipp, 10 Sekunden, unseren Zuschauern noch mitgeben? Ja, treffen Sie einfach eine klare Entscheidung, was Sie wollen, ja. Und zwar bevor es zu spät ist. Mhm. Sehr gut, meine Damen und Herren, ich hoffe, das war ein sogenannter Wake-up-Call, ein Aufrüttelruf von Mirko Ribul, dass Sie mal Ihr Leben genau anschauen, die 4 Bereiche anschauen und die richtigen, guten Entscheidungen fällen. Ich freue mich auf den nächsten Rouge Talk. Danke vielmals, Alex.